grüße euch zu diesem neuen Video. Heute, bevor ich anfange, möchte ich noch ein, zwei Worte verlieren. Zunächst mal ein kleiner Spoiler. Ich möchte euch natürlich den Garten zeigen. Den vorderen Bereich bis zur Weide, soweit ihr das kennt. Ja, aber bevor ich dazu komme, ich habe ja nun zuletzt ein Video rausgebracht. Da würde ich gerne ein paar Worte mehr zu verlieren. Und ich habe mich dazu entschieden, das nicht direkt zu machen, sondern in einem separaten Video, wenn die Energien dann dazu passen. Denn ein bisschen möchte ich ausholen und vor allen Dingen auch Danke sagen und auch mal gebührend rückblickend in der Vergangenheit, vor allen Dingen innerhalb des letzten Jahres, was da alles war, was da an Unterstützung kam, das möchte ich halt auch wertschätzen. Ja, genau. Also heute, das war es auch zum Vorwort, heute möchte ich euch zeigen, wie es derweil im Garten aussieht. Ich habe ja nun durch die Umstände so circa, ich hab die genauen Tage nicht im Kopf, aber es sind an die 2 Wochen Ausfall gehabt. Und das interessiert die Natur ja soweit erstmal nicht. Und die wächst dann einfach fröhlich vor sich hin. Da hat sich viel getan. Auch direkt vor eurer Nase könnt ihr ein bisschen was sehen. Da ist einiges in den Boden gekommen. Ich habe das Beet jetzt beikrautfrei gemacht. Das zweite Mal in diesem Jahr. Ging soweit auch easy vonstatten. Da vorne steht noch die Schubkarre mit dem Beikraut. Ja, und ich habe mir jetzt 3 Tage ein bisschen Zeit für den Garten nehmen können. Das hat soweit gepasst von den Energien, dass ich dann, wie ihr das auch kennt in diesem Jahr von mir, quasi beim Kiholbeet angefangen habe und hier so ein bisschen rumgegangen bin. Und auch da geblieben bin, wo dann auch meine Energie passte. Ja, und ich denke, die Beete sprechen an sich ja gut für sich, aber ihr wollt auch sicherlich wissen, was ich da so drin habe und wie sich so, ja, meine Anbaustrategien verwirklichen und alles so seinen Platz hat. Also das wird eine nette Runde. Ich habe gestern schon ein Video gedreht, bis ich dann zu Hause feststellen durfte, dass die Tonspur, also das Mikrofon, was ich hier gerade dran habe, dass das Mikro aus war. Die Batterie saß wohl nicht richtig, ist meine Vermutung. Und ja, dementsprechend ist leider doch kein Video entstanden, obwohl es schon umfänglich war. Aber ich habe das Gefühl, ich habe heute bessere Energien und ich hoffe, das darf ich so fortführen. Und ich zeige euch jetzt alles im Detail. Und wir fangen dann auch direkt beim Keyhole-Beet an, bevor wir dann gleich hier hinkommen. Und ich würde sagen, heute gehe ich auch mal wieder im Uhrzeigersinn rum und werde euch die Pflänzchen zeigen, die Beete zeigen, alles, was er so mischkulturmäßig zusammengefunden hat. Ja, und auch all die Ecken, die ich unberührt lasse, möglichst unberührt, damit dann auch die Natur ihren kompletten Freiraum hat und ich da nicht eingreife. Ja, und ich stehe vor meinem Kiobeet. Das ist nun jetzt das erste. Sieht derweil so aus, habe ich Beikraut frei gemacht, bis auf die Ecke und das, was am Brennnessel hinten an der Ecke noch übrig ist. Und hier vorne stehen ein paar Pflänzchen, die möchte ich euch einmal vorstellen. Da kommt ein Teil wieder von der lieben Iris, von der ich auch schon Tomatenpflänzchen gekriegt habe, und die Physalis. Das ist roter Spitzkohl, hat sie mir gesagt. Und hier habe ich Blumenkohl und Brokkoli zwischen, ich glaube 2 Blumenkohl. Und dann habe ich hier noch 2 Pflänzchen vom Herbert gekriegt. Das sind 2 Paprikapflänzchen, einmal rot, einmal gelb. Da darf ich noch ein Plätzchen für finden, aber generell zeigen mir die Pflänzchen ja, wo sie hinwollen. Da lasse ich mich führen. So geht das bisher auch ganz gut auf. Generell weiß ich natürlich, was ich ein bisschen mehr haben möchte. Jetzt, wo ich die Zwiebeln anschaue, da dürfen noch gern ein paar mehr rumkommen. Das heißt, da werde ich noch hier und da ein Plätzchen für finden. Ist ja nie zu spät, die irgendwie noch im Boden zu stecken. Die Erfahrung habe ich gemacht. Ja, und die Pflanzen hier wachsen fröhlich vor sich hin. Die Nachtkerzen derweil ein bisschen vor sich rangewachsen. Beim Rucola, ja, den habe ich erwischt beim Beikraut-Diäten. Den habe ich ein bisschen vergessen. 2 Pflänzchen habe ich wiedergefunden. Aber ja, eine ist weg. Hier ist eine Sonnenblume. Ja, was da links wächst, weiß ich gar nicht so recht. Hier haben wir noch einmal Zucchini und rote Gartenmelden am Rand. Hier zu meinen Füßen die Zwiebeln. Da steht noch eine Erdbeere. Und dann mache ich gleich meinen Ausfallschritt. Wie ihr sehen könnt, hier steht keine Grünkohlpflanze mehr, so wie da hinten auch kein Rosenkohl. Die Zeiten sind gewesen. Ja, Salat
Zucchini, die Zwiebeln sind jetzt ganz wunderbar zu sehen. Dahinter die Erdbeerpflänzchen und drumherum habe ich überall Knoblauch rein. Der kommt auch, könnt ihr auch wunderbar erkennen. Die Kohlpflanzen hier, diese wurden angeknabbert. Ich gehe mal von Schnecken aus. Mal gucken, obwohl Hasen finden hier auch gerne mal hin. Tomatenpflanze ist deutlich größer geworden. Da haben wir noch einen Rucola. Tomatenpflänzchen und ja, hier die Salate irgendwie noch da irgendwie drin. Das ist wohl nicht die richtige Stelle. Wird ratzfatz weggefuttert. Ja, und dann haben wir jetzt hier vorne noch ein bisschen was zu zeigen. Und dann bin ich mit dem Beet auch ansonsten schon durch. Hab ja hier überall die Steine frisch gemacht. Somit kann ich hier auch ein bisschen mutiger sein, bevor da wieder Beikraut irgendwann mal nachkommt. Wobei Ackerwinde ist sehr fleißig dieses Jahr. Hier ist eine Tomatenpflanze drin. Ihr braucht da noch Hilfe, ne? Tomatenmäßig. Ne? Tomatenhaken mache ich ja nicht. Irgendwo muss das rübergehangen werden. Rucola-Pflanze. Da haben wir ein Fenchel drin und noch ein Salat. Ja, apropos Salat, der sieht super aus. Richtig gut. Wobei, er sieht jetzt auch schon ein bisschen... Naja, ich kann mich täuschen. Warten wir mal ab. Angeknabbert aus, wollte ich gerade sagen. Physal ist da auf der Ecke. Da vorne der Kohl wurde komplett weggefuttert. Okay, okay. Habe ich dieses Jahr auch ein bisschen bedacht. Ich habe deutlich mehr in der Anzucht und wächst ja alles fröhlich vor sich hin und werde an ein oder anderen Stelle dann auch ersetzen. Da, wo ich es schon gemacht habe, hatte ich auch schon Erfolg. Deswegen, ich bin da unnachgiebig und ansonsten fütter ich halt eben die Tiere. Dann ist das einfach so. So, ich habe von Stellen gesprochen, die ich so lasse, wie sie sind. Da haben wir nämlich genauso einen Teil hier vor der Nase. Also das ist quasi der Blühstreifen, als Blühstreifen gedacht. Und hier darf sich wild alles ausbreiten, was ich hier ausbreiten möchte. Wobei ich sagen muss, beim Beifuß, da werde ich noch mal ein bisschen gucken, was ich da so treibe. Auf der Ecke sehe ich einkommen. Hier ist die schöne Ackelei. Also das ist auch die prächtigste, die ich bisher hatte. Ansonsten so von den Pflänzchen da drin können wir auch noch mal näher rangehen. Und da fange ich auch gleich mit der Ackelei an. Echt in Fülle. Und hier schon einiges an Blättern runter. Und ja, da werden auch noch welche aufgehen. Beziehungsweise Saatgut produzieren. Nee, aufgehen nicht mehr. Das müsste jetzt so schon die Vorstufe sein, wo sich nachher das Saatgut rausbildet. Ja. Ja, was haben wir hier noch drin? Oh, das meiste kenne ich gar nicht, bis auf Klee. Ihr wisst ja, gesundheitlich habe ich noch meine Einschränkungen und was dazu gehört, ist auch mein Gedächtnis, was Pflanzen angeht. Also da hatte ich mir einiges antrainiert. Das ist größtenteils leider weg, aber zum Glück spricht die Natur noch mit mir und hilft mir nach und nach mein Gedächtnis ja, letztendlich ja wieder aufzufrischen, weil irgendwo ist es noch verschollen. Ja, deswegen zeige ich jetzt einfach mal. Butterblume, Hahn, Fuß. Aha, das wusste ich. Ja, so, und hier die Bananenpflanze, das ist ein Abteil, ne? Da möchte ich noch bei, soll gemulcht werden. Aber das ist eine Bananenpflanze, das sieht echt trostlos aus hier und traurig. Hört nicht hin, ich weiß nicht, was ich sage. Naja, und hier, kaum hatte ich die hier, die Sonne hat das Teil weggebraten. Ich dachte, die Bananenpflanze kann ein bisschen mehr ab. Also sie war halt bei mir zu Hause im Wohnzimmer und hatte nur Westsonne. Und innerhalb kürzester Zeit waren die Blätter hin, weiß, sehr auffällig. Ja, das ist auch so ein Blühstreifenteil, den ich wachsen lasse, auch wenn da Gras zwischen ist. Da gibt es genug Tiere, die sich freuen. Achso, hier noch zu der Sache mit der Banane, da möchte ich auch die Paprikapflanzen hin haben, oder eine zumindest. Und das auch noch mal ein bisschen, ja, unterpflanzen und den Platz ausnutzen. Da sind auch übrigens noch ein paar Ringeblumen drin, ja, die auffälligsten, die hellgrünen. Ich habe jetzt gerade keine Hand frei. Jetzt aber wieder und jetzt kann ich ein bisschen rüber in die Richtung, wo ich eigentlich mit euch weiter wollte, denn ich wollte hier einmal reihum gehen. Und das Abteil ist ordentlich am Wuchern. Hier war auch ordentlich was los auf der Ecke. Gleich mal ein schöner Blick von unten. Hier auf der Ecke ist die Nachtkerze, die ich aber schon ordentlich ausgedünnt habe, weil die hat Ausmaße angenommen. Das ging hier überall rüber und hat schon den Weg versperrt. Himbeere auch voll mit Beeren, wenn sie dann alle durchkommen. Ich
Ich höre auch an allen Ecken noch die fleißigen Bienchen, Hummeln und was da alles so rumfliegt. Aber ich denke, da wird der Garten noch seine Zeit bekommen, wenn dann die ersten Sachen mal richtig blühen und mal richtige Felder entstehen, anstatt jetzt noch so ja, abteilungsmäßig mal so ein kleines Pflänzchen zu haben, was ein bisschen Blüte mit sich trägt und die Tiere anlockt. So sieht es von der Seite aus, den Weg, der liegt noch wieder an. Habe ich hier nur was raufgelegt. Ja, aber das macht es dann unten schon ein bisschen fluffiger und dann lässt sich das auch leichter rausziehen. Hat alles Vorteile schon. Ja, genau. So, aber hier habe ich was vergessen zu zeigen. Mal nicht nur die schöne Königskerze hier, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Die macht immer richtig was her. Gehört bei mir auf jeden Fall in den Garten. Und ja, ich will euch gerade nicht, ich wollte euch die Bohnen zeigen da unten. Da könnt ihr schon sehen an den Blättern, so herzförmig. Und da sind überall ein bisschen welche zwischen. Hinten versteckt sich auch noch eine Sonnenblume. Kommen wir jetzt aber noch öfters ran an Sonnenblumen, deswegen lasse ich das mal aus. Hier sieht man ganz deutlich, wovon ich gesprochen habe. Selbst Topinambur wurde angegriffen von den Schnecken. Ja, sehr spannend, was hier so abgeht. Ja, die Erbsen sehen dabei so aus. Geht für mich voll auf, macht Riesenfreude. Ich werde hier auch noch die Kartoffeln, die da so zwischen sind, rausziehen. Das ist ein Beet, was noch wartet. Dann war ich aber hierbei und jetzt ja, das Tomatendach zerrissen. Wir hatten ja heftige Stürme und von daher, da darf ich mir noch mal ein bisschen was einfallen lassen, wobei ihr auch sehen konntet, ein Teil ist ja noch da, ja, aber eine Lücke, die möchte ich gerne noch schließen. Ansonsten war ich hier überall bei und habe Beikraut rausgezogen und noch die ersten Kapuzinerpflänzchen, also Tomaten, ne, die haben wir hier überall verteilt, hier auch angeknabbert, hier auch, wow, okay, die Schnecken. Die mögen dieses Jahr jede Pflanze. Ist doch genug für alle da. Bitte teil mit mir. Nein, das sieht noch ganz gut aus, weil wenn ich die Zahl mal so betrachte, ist ja gar kein herber Verlust. Ich habe viele Tomatenpflänzchen. Und was durchkommt, kommt durch und die anderen eben nicht. Das ist für mich okay. Ja. So, hier ist noch Fülle an Kapuzinerkresse. Ja, die Pflänzchen werde ich noch umsiedeln. Habe da auch ein Plätzchen schon gefunden, was im Auge. Vielleicht kommt da noch mal was zwischen. Mal gucken. Die nehmen nachher richtig viel Platz ein. Aber als Bodendecker ist es hier schon so gedacht. Ganz bewusst eine Stelle. Also Tomaten gemixt mit Kapuzinerkresse. Und ja gut, hier steht ein Kohlpflänzchen da. Alles, was noch übrig ist. Aber da passt halt auch noch gut Salat drunter oder irgendwelche Kräuter. Falls ihr da für euch noch eine Lösung sucht, euch da inspirieren lassen wollt, das sind so die Kandidaten, die gut zusammenpassen. Dieses Jahr habe ich hier auch was verändert. Und zwar ein bisschen die Abstände. Sieht soweit alles ein bisschen luftiger aus. Da wollte ich mal was anders machen. Bisher hatte ich ja so die Ambition, auf kleinem Raum mehr anzubauen. Und bei den Tomaten, denke ich mal, ist das gerade bei uns Nordfriesland mit dem Wind und dem Regen, da darf schon ein bisschen Luft sein. Vorher war das dann doch eher feuchtigkeitsfördernd. Genau. Das mögen Tomaten ja auf Dauer nicht so gern. Hier vorne die Blüse. Mal aus dieser Sicht. Das sind so Sachen, hätte ich gern noch die Gräser raus, aber ja, das ist mir letztendlich dieses Jahr nicht ganz so wichtig. Das passt auch, das darf wild wachsen. Hier ist genug zwischen, was irgendwie seinen Raum einnehmen wird. Und hier zu meinen Füßen habe ich alles gesenzt und mal untergebracht. Ich hatte noch ein paar Haufen liegen, da wo sie lagen. Ich glaube, im letzten Video konnte man das ganz gut sehen. Da haben sich Löcher eingebrannt, kann ich euch direkt zeigen. Wenn ich schon von rede, zeigen ist besser als drüber sabbeln. Da haben wir einmal hier. Da lag es halt eben. Ne? War ursprünglich anders geplant, aber ja gut, ein bisschen Ausfall. Kommt man nicht drum rum, muss man mit leben, aber es wächst so schnell wieder zu. Ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Jetzt sind wir einmal hier schon längs, da habe ich euch soweit alles gezeigt. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Beet, was ihr direkt zu Anfang gesehen habt. Was auch in die Höhe geht. Und da möchte ich einmal ein bisschen drum rum tänzeln, damit ihr einen Überblick kriegt. Gehe da jetzt gleich auch noch mal in die Nähe. Ihr seht natürlich viel Holz im Boden stecken, dazu komme ich gleich. Als erstes mal so für die Aufteilung, das war das Beet, wo Mais,
Kürbis und Stangenbohnen zusammenfinden sollten, dieses tolle Trio, ja, wenn man nachher den Mais wachsen hat, ist die Idee, dass dahinter halt die Stangenbohnen hochwachsen und die liefern bekanntlicherweise den Pflanzen Stickstoff in den Boden. Sehr gut. Und ganz leicht zu erkennen, da ist schon ein Kürbis drin. Da ist auch ein Kürbis drin. Drumherum habe ich jeweils Sonnenblumen. Vereinzelt mal auch eine andere Pflanze wieder vorne. Ja, da habe ich schon Mais drumherum. Die äußerste Spur. Hier fehlt Mais noch. Das liegt jetzt auf jeden Fall zeitnah an. Und was ich mir mit dem Holz gedacht habe, ja, das soll auf jeden Fall dieses Jahr ein bisschen mehr Raum für die Stangenbohnen geben. Also wie ihr sehen könnt, ich habe quasi zwischen die Sonnenblumen ungefähr auf der Höhe dann immer noch mal so einen Stock rein. Das ist quasi so ein bisschen Kletterhilfe für die Stangenbohnen nachher. Ich habe ja den Mais angesprochen und ja, die Stangenbohnen sind sehr schnell. Und das soll dann doch, wenn sie sich sehr breit machen, dann ein bisschen mehr Raum bieten. Dann können die sich hier so ein bisschen vernetzen, ein bisschen rumspielen, mal gucken, wo das so hinführt. Und ich kann letztendlich dann auch nochmal nachsteuern und da in der Höhe dann auch nochmal was verändern. Mal ganz davon abgesehen, dass man sie auch ein bisschen leiten kann, wenn man sie jetzt nicht ganz in Ruhe lassen kann. Ja, hier vorne gleich mal ein Beispiel und in nah. Alles, was ich gerade angesprochen habe, die kleinen Pflänzchen. In der Front sind die Maispflanzen, die ich vorgezogen habe. Roter Mais an der Ecke. Was war da denn drin? Was kommt da denn durch? Ich weiß es nicht. Warst du mal... Na gut. Irgendwas weggefuttertes. Kann aber auch nochmal Beikraut sein, was irgendwie oben drauf lag und jetzt irgendwie glänzt. Obwohl, nee, das ist angegossen. Keine Ahnung. Naja, nicht wichtig jetzt. Also so ist es konstruiert. Und die höheren, die hier rumstehen... Die sind halt für die Tomaten gedacht, die ich, glaube ich, bisher noch gar nicht erwähnt habe. Also hier sind drei Tomatenpflänzchen drin. Da ist einmal eine, da und da vorne auf der Ecke. Und dementsprechend sind hier die größeren wieder am Start, die dann für mein Tomatensystem dienen. Ich spare mir diesen Tomatenhaken. Ich mache das ein bisschen anders. Kam tatsächlich selber auf die Idee. Möchte aber auch erwähnen, dass es Menschen gab, auf verschiedensten Plattformen, die mir erzählt haben, hey, das kenne ich, oh, die Sonne kommt raus, wie schön. Oh, ja, das sieht doch gut aus. Blauer Himmel, wie bestellt. So, jetzt, das hat mich rausgebracht. Achso, ich wollte erwähnen, dass so Oma-Opa-Bereich, die es früher irgendwie so ähnlich gemacht haben wie ich. Das durfte ich auf jeden Fall schon lesen. Also auf Ideen kann man kommen, aber es heißt nicht, dass es, das nicht schon gab. Genau. Also soweit macht das was her, auch vorne vom Zaun. Ich erfreue mich da jetzt echt jeden Tag dran, wobei ich es erst seit gestern fertig habe. Aber das ist energetisch was Schönes, Aufgeladenes. Am Rand sehe ich gerade noch eine Nachtkerze. Haben wir einmal da. Und ich habe hier überall auf dem Rasen noch Sachen liegen, da ist auch Beikraut zwischen. Das habe ich soweit da liegen, damit das von der Sonne ein bisschen durchgebrutzelt wird und ich das vielleicht nachher als Mulch benutzen kann. Wobei, wenn der Regen kommt, ist die Idee erstmal vom Tisch. Wir haben das tatsächlich jetzt vor uns. Daher muss ich mal gucken, wie das nachher für mich ausgeht. Ist aber nicht schlimm. Ich hab meine Plätzchen, wo ich das dann sonst hinpacke. Da wartet noch ein größerer Haufen, mal von den Würmern vertilgt zu werden, sofern das soweit kommt. Ja, hier vorne auf der Ecke, von da sind wir gerade gekommen, Foodsharing-Stand seht ihr im Hintergrund. Da haben wir einen wunderschönen Fingerhut, ich glaube, den hatten wir noch nicht drauf. Ein wunderschönes Pflänzchen, was sich an verschiedenen Ecken im Garten mal zeigt. Ja, aber was sich hier noch zeigt, ist die Lemon Queen von meiner Mutter, die ich ja umgepflanzt habe im Hintergrund, da wo es größer ist. Die scheint wohl ein bisschen invasiv zu sein, macht aber überhaupt nichts. Die ist willkommen, ist eine sehr spät blühende Pflanze und hat Ähnlichkeit mit Topinambur und Sonnenblume. Ja, auch ein wunderschöner Bereich, wie ich finde hier. Überlasse ich auch seiner natürlichen Wildnis. Dann habe ich hier überall so am Rand ein paar Pflänzchen in Orange. Da drüben aber auch noch mal ein paar mehr beim Rad. Da gehe ich mal näher ran. Also so ein,
Ja, so eine Fülle an der Pflanze hatte ich noch nicht hier. Das ist wirklich ein Geschenk. Aber den Namen weiß ich nicht mehr. Da wurde mir auch schon öfter geholfen in der Vergangenheit. Der ist komplett weg. Ich weiß es nicht. Irgendwas mit Habichts kommt gerade rein. Ist das Habichtskraut? Weiß ich nicht. Auch hier in den Speichen. Da muss ich ja durch den Gartenzaun. Lehnt sich die Natur an meinem Fahrrad an. Oder mein Fahrrad an die Natur. War da vorhin tatsächlich behutsam bei, ob das geht. Soweit versuche ich den Pflanzen eher einen Raum zu geben. Und sowas Schönes möchte ich nicht zerstören. Na gut, weiter geht's. Jetzt sieht das alles auch noch mal ein bisschen schmucker aus in der Sonne. Hui, da geht der Kreislauf mit. Wow, na gut, gehen wir weiter. Hier vorne, ich habe überall mal wieder ein bisschen gesenzt. Ne? Ich habe es ja schon gezeigt, aber noch nicht zu gesagt. Hier ist Blühwiese, hier macht sich einiges breit. Hier wächst auch was, was ich nicht kenne, in Rot. Das andere dürfte alles Phacelia sein, Ringelblumen und so. Ah, da kommt auch noch mal so einer. Da auf der Ecke habe ich Rural Borage. Hinten habe ich irgendwo auch noch, ja, wo ist denn die hin? Auf jeden Fall ist da eine Kapuzinerkresse. Aber ich hatte, meine ich, noch eine zweite irgendwo. Ach, da, da ist sie, genau. Ansonsten die anderen größeren hier, das ist Topinambur. Versuche ich noch so viel wie möglich rauszuziehen. Weil die sind wirklich sehr invasiv. Ja, aber ich versuche mich mit denen zu arrangieren und irgendwie, dass das passt und dass wir miteinander klarkommen. Ja, da sind wir hier vorne durch. Hier ein wunderschöner Spot von Lupinen. Und hier ist echt ordentlich was los. Wunderschön. Ich höre es hier brummen. Schöne Schwingung hier auf der Ecke. Oh, jetzt brutzel ich aber ein bisschen. Jetzt sind meine Klamotten zu warm. Aber ich habe nur mal das Mikro dran. Das muss ich jetzt durchziehen. Werd da nicht umbasteln. Wow, ich zeige euch das mal. Ein Meer an wunderschönen Lupinen. Natur bevorzugt hier violette Töne. Wobei die sich teilweise echt unterscheiden noch. Ja, hier ist auf jeden Fall Betrieb. Und hier vorne an der Ecke, hier ist übrigens der Weißdorn, der ist echt riesig geworden. Wunderschön. Und hier auf der Ecke habe ich noch andere Farben. Also hier vorne sind mit 1, 2, 3 schon die Töne unterwegs. Und hier wird das Lila kräftiger, also mal der Unterschied. Und hier direkt die Goldrute, die macht sich mega breit. Ah, da freue ich mich auch schon auf dieses Insektenfest. Das wird hier richtig brummen. Und vereinzelt ist sie jetzt hier auch überall zwischen. Das heißt, die, wenn die Lupinen durch sind, kommt irgendwann die Goldrute in Gelb. Ja, herrlich. Und ich frage mich schon eine Weile, was das hier für Pflänzchen werden. Könnten das Kornblumen werden? Ich bin mir unsicher. Da gibt es ja auch verschiedenfarbige. Die waren hier auch drin, aber jetzt so invasiv habe ich sie letztes Jahr nicht wahrgenommen. Ist aber schon ordentlich vertreten. Ja, und hier auf der Ecke auch die Schafsgarbe. Also die hat ihr Plätzchen gefunden. Da gibt es auch noch ein anderes Plätzchen in einem Kieholbeet. Und ja, direkt hinter mir, in weiß bedeckt. Ah, das ist Gold für die Beete. Für den einen oder anderen ist der Geruch wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig. Ja, aber ich habe es vor ein paar Jahren schon ausprobiert. Es war eine tolle Sache. Einziges Ding beim Beikrautjäten, hat man sich ein bisschen umzustellen. Das ist Schafswolle mit meinem Schatten drauf. Geht jetzt an der Stelle mal gerade nicht ganz so anders. Also im hinteren Bereich haben wir einmal Rucola, Tomatenpflanze. Da vorne ist noch ein Kletterspinat. Da das Grüne. Ich weiß nicht, ob es gerade zu sehen ist. Das werde ich erst zu Hause auf dem Rechner sehen. Hier haben wir einen Kohl drin. Das dürfte ein Superschmelz sein. Da ist auch noch mal eine Tomate. Und an der Ecke habe ich dann direkt noch einen
Azurstar-Kohlrabi drin. Bin ich doch noch drauf gekommen. Ja, macht schon was her. Oh, jetzt wird es doch ganz schön warm. Ich merke das. Ja, wo will ich weitermachen? Jetzt lenkt mich das Flugzeug ab. Ich habe es vergessen. Irgendwie hatte ich gerade eine Überleitung im Kopf. Ich habe sie verloren. Doch, jetzt kommt sie wieder. Es ging darum in meinem Kopf, dass ich die letzten 3 Tage was gemacht habe und ich euch zeige so weit, wie ich gekommen bin. Aber wenn wir gleich da noch rüberkommen, wird sich da was verändern. Dort wartet noch Liebe auf mich, beziehungsweise die Beete warten auf meine Liebe für die Beete. Ja, und da, wo ich jetzt stehe, habe ich Kartoffeln in dem Boden, wie man unschwer erkennen kann. Das sind ein paar mehr. Hier habe ich mal so ein bisschen konzentriertes Feld gelassen. Habe auch gesehen, das sind unterschiedliche. Habe aber den Kartoffeln dieses Jahr auf jeden Fall mehr Raum gegeben, damit ich da noch mal Erde zupacken kann, das insgesamt für mich ein bisschen leichter ist. Und ja, einfach mal gucken, was ich hier so rauskitzeln kann. Ich habe den Kartoffeln ja vorher bis vorne ran den Platz gegeben. Und dieses Jahr ist das so, ich habe das kleiner gemacht. Ich brauche nicht ganz so viele Kartoffeln. Wobei das natürlich gerade, wenn es ums Aufbewahren geht, das natürlich eine tolle Knolle ist. Ja, also ich allein aus dem Boden kann ich sie bis Mai ziehen und da finde ich immer noch Kartoffeln, die ich essen kann. Ja, das funktioniert. Ja, zurück. Hier sind noch die Erbsen. Hier habe ich übrigens auch überall Beikraut frei gemacht. Gilt für alle Beete, die frisch aussehen. Und hier vorne, da ist einiges reingekommen, habe ich in meinem gestrigen Video schon gesagt, was ich nun nicht veröffentliche. Zitronenverbene, Sonnenblumen, Tomaten, die Zwiebeln könnt ihr sehen, sieht wunderbar aus. Und übrigens, das hier möchte ich nicht mehr missen, weil man hier richtig schön, gut für den Körper, man bewegt sich. Oh, meine Schuhe quietschen. Ja, hier wächst alles fröhlich vor sich hin. Du kommst auch noch, wunderbar. Kartoffeln, Tomate, ne, da wo immer die langen Dinger drin sind auf jeden Fall. Hier ist eine Tomate reingekommen. Ja, Fenchel und so weiter, Zitronenverbene. Wie gesagt, da vorne habe ich eine Süßkartoffel. Ja, aber ihr wollt das wahrscheinlich sicherlich mal vom Namen sehen. Und auch den Rest, den ich noch nicht erwähnt habe. Gar nicht so leicht, mir steht der Schweiß auf der Stirn. Hab mir das... Also ich werde mich nicht beschweren, danke für die Sonne. Dankeschön. Aber für euch brutzel ich gerade ein bisschen. Ich werde das jetzt so durchziehen, damit der Ton auch weiter ordentlich bleibt. Und zu meinen Füßen sind die Pflänzchen gerade erwähnt. Das ist die Zitronenverbene. Oh, ich liebe diese Pflanze. Kann man wunderbar mit ins Wasser packen. Ein ganz normales Wasser, Leitungswasser. Und dann kommt da ein ordentlicher Geschmack bei rum. Physalis auf der Ecke. Tomatenpflänzchen hier und da. Sonnenblume, wie alles schon erwähnt. Hier erwäge ich irgendwie noch eine Reihe Erbsen zu legen, dass die da reinkommen. So viel zum Sonntag und der Ruhe. Das sind Sachen, die mich sehr stressen. Ja, jetzt muss ich irgendwie weitermachen. Hier vorne habe ich Eisbergsalate. Ja, geht nicht. Sorry, ich muss hier jetzt abbrechen, weil mein Kopf hält es nicht aus. Ich kann das nicht. Ich kann diese Geräusche nicht ab. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.